Okay, liebe Leute, ich möchte noch mal ganz kurz eine korrigierte bzw. ergänzte Version von meinem Video hochladen zum Thema: Können Third-Party-Add-ons im Karrieremodus vom Microsoft Flight Simulator 2024 genutzt werden? Im ersten Video fehlte eine Information, ich hatte das im Entwicklerstream tatsächlich überhört bzw. falsch übersetzt. Und vielen Dank an den Hinweis aus den Kommentaren. Ja, das ist wirklich mein Fehler gewesen, dafür entschuldige ich mich, weil ich ein bisschen zu ungenau war. Sagen wir es mal so. Es ist nicht komplett verkehrt, was ich gesagt habe, es ist nicht genau genug gewesen. Und zwar müsst ihr jetzt Folgendes beachten für den Karrieremodus im Microsoft Flight Simulator 2024. Third-Party-Add-ons können nur genutzt werden, wenn Microsoft sie dafür im Prinzip freigibt. Ja, also die Add-ons müssen bestimmte Kriterien vom Software Development Kit erfüllen, damit sie für die Missionen auch wirklich genutzt werden können. Weil dieser Karrieremodus ist ein ganz besonderer Modus und der muss funktionieren. Und da kann ich einfach jedes Add-on aus dem Community-Ordner für genommen werden, weil das möglicherweise den Karrieremodus einfach dann, ja, brechen könnte, kaputt machen könnte, verpacken könnte, was auch immer. Und es kann also nur gewährleistet werden, dass ein Third-Party-Add-on für den Karrieremodus genutzt werden kann, wenn das Add-on über die Marktplatz-Pipeline eingereicht wird. Das heißt, Flugzeuge, die dann später im Marktplatz erscheinen, haben dann auch eine kleine Infobox, ja, für welchen Karrieremodus oder für welche Mission sind die geeignet. Und externe Programme, also externe Add-ons, die nicht im Marktplatz verfügbar sind zusätzlich, ja, die werden nicht für den Karrieremodus funktionieren. Der entscheidende Unterschied zum Video vorher war, es gab eine kleine Frage im Entwicklerstream, die hatte ich übersehen. Und da kam die Frage auf, was ist jetzt mit einem Third-Party-Add-on, zum Beispiel PMDG, ja, die 737 oder so, die es extern gibt, aber zum Beispiel auch im Marktplatz. Und da wurde jetzt dann gesagt, da könnte es technisch funktionieren, das muss erst noch getestet werden. Sofern es das gleiche Package ist, ja, also die müssen identisch sein. Also ich denke mal, dass die Versionsnummern identisch sein müssen. Und dann könnte auch durchaus ein extern gekauftes Add-on im Karrieremodus funktionieren. Ja, das hilft jetzt zum Beispiel dem Phoenix erstmal nicht. Ja, der Phoenix wird vermutlich halt dann nie im Karrieremodus funktionieren. Aber zum Beispiel sowas wie PMDG oder auch die Boeing 727 von FSS und solche Geschichten oder auch viele kleine GA-Flugzeuge, die gibt es ja extern und auch im Marktplatz. Ja, für die könnte es dann durchaus tatsächlich reichen, wenn sie im Marktplatz eingereicht werden, einklassifiziert werden und ihr habt sie aber extern gekauft. Dadurch wird das Ganze jetzt natürlich schon relativiert. Ja, also zumindest wenn es wirklich dann so auch funktionieren sollte. Eine Garantie dafür gibt es nicht. Ja, es ist noch nicht getestet worden. Und es bleibt noch mehr oder weniger im Raum offen. Aber es ist nicht ein ganz so krasses Nein, wie ich es im ersten Video dargestellt hatte. Vielen Dank nochmal an den Hinweis, ja, von demjenigen, der mir da den Kommentar gezeigt hat. Und es tut mir leid, wenn einige sich jetzt da zu doll schon drüber aufgeregt haben. Mein Fehler, nehme ich auf meine Kappe. Ansonsten soll es gewesen sein, liebe Leute. Wenn euch das Video trotzdem vielleicht ein bisschen geholfen hat oder so, dann lasst bitte trotzdem wirklich ein Like da. Das ist unheimlich wichtig fürs Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt bitte trotzdem auch über ein Abo nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!